Leute, ich bin's wieder, euer Juju Vogel. Und ich bin heute mal wieder in diesem Pokémon-Spiel in Roblox. Ups, ich habe ganz vergessen, wenn man hier rumläuft, trifft man auch wilde Pokémon. Also ja, ich habe auf jeden Fall schon mal das Spiel gestartet. Und das hier ist jetzt also quasi Folge 2. Und ich habe ja letztes Mal auch schon ein paar Pokémon gefangen. Und jetzt spiele ich auf jeden Fall die Story mal ein bisschen weiter. Aber erstmal versuche ich, dieses wilde Zickzacks zu besiegen. Ich habe schon ein Zickzacks im Team, deswegen werde ich das jetzt nicht fangen, sondern einfach mal, ja, jetzt besiegen. Dann kriege ich nämlich Erfahrungswerte oder Erfahrungspunkte und dann werden meine Pokémon dabei auch stärker. Und ich habe so ein Gefühl, dass das hier wahrscheinlich ein Trainer ist, der gegen mich kämpfen will. Käfer sind die interessantesten Pokémon, sagt er. Dann setzt er jetzt wahrscheinlich Käfer-Pokémon ein. Wollen wir doch mal sehen. Cool, ein Wampel. Das habe ich bisher noch gar nicht gesehen. Ich versuche es erstmal mit einer Tackle-Attacke. Los geht's, Otaro. Wampel setzt auch Tackle ein. Dann machen wir einfach mal so weiter. Ihr seht, das ist Level 3. Mein Otaro ist schon Level 6. Von daher sollte das ja eigentlich überhaupt kein Problem sein, dass wir diesen Kampf gewinnen werden. Und das war's schon. Tschüss, Wampel. Und mein Otaro hat Level 7 erreicht. Cool. Oh, es setzt noch einen Wampel ein. Wollen wir mal eins unserer anderen Pokémon einsetzen? Wobei, die sind alle ein bisschen geschwächt, oder? Kann mein Datiri denn eigentlich auch schon Flugattacken? Das kann ich hier irgendwie gerade gar nicht erkennen. Ach, da, hier. Nee, kann es tatsächlich noch nicht. Ich glaube, da gehe ich lieber auf Nummer sicher und bleibe bei meinem Otaro. Denn ihr müsst wissen, bei Pokémon, jedes Pokémon hat einen Typ. Das ist quasi das Element, was es beherrscht oder was es auch ist. Und das ist besonders stark gegen andere Typen. Das ist eine etwas kompliziertere Version wie Schere, Stein, Papier. Denn ihr wisst ja, Schere ist gut gegen Papier. Papier braucht man, um gegen Stein zu gewinnen. Und Stein besiegt Schere. Und so funktioniert das hier eben auch. Und zum Beispiel gibt es Pokémon vom Typ Flug, wie mein Datiri. Wenn sie Flugattacken einsetzen, wären die besonders effektiv gegen Käfer. Aber es hat eben keine Flugattacke. Deswegen geht das nicht. Und deswegen habe ich mein Otaro eingesetzt, weil es einfach schon ein höheres Level hat. So, wo geht's denn jetzt hier weiter? Mein Otaro ist übrigens von Typ Wasser und das wäre stark gegen ein Feuer-Pokémon zum Beispiel. Okay, dieser Typ hier sagt, ich habe meine Pokémon auf dieser Route entdeckt oder beziehungsweise getroffen. Das ist Camper Jack und der setzt sein Zickzacks ein. Ich habe mein Zickzacks ja auch hier auf dieser Route gefunden. Wir schauen uns gleich nochmal das Team an, das ich im Moment habe. Oh Mist, mit dieser Jaula-Attacke hat es meinen Angriff gesenkt. Dadurch ist die Tackle-Attacke jetzt schwächer geworden. Und jetzt nochmal, ich glaube, jetzt macht es mehr Sinn, Aquaknarre einzusetzen, denn das ist eine Spezialattacke. Im Unterschied zu Tackle heißt das nämlich, wenn meine Angriffspunkte gesenkt werden, ich habe nämlich auch noch Spezialangriffspunkte, die werden nicht gesenkt. Und deswegen kann ich Aquaknarre weiter einsetzen, weil es nicht auf die Punkte des Angriffswert zurückgreift. Sondern eben des Spezialangriffs. Diese Person hier sagt, ich liebe Pokémon einfach. Ja, das kann ich auf jeden Fall gut nachvollziehen. Sie sind so süß. Das stimmt. Die meisten Pokémon sind tatsächlich süß. Und sie hat jetzt ein Skoppel eingesetzt. Ein Skoppel habe ich tatsächlich auch. Los, Otaro, setz Aquaknarre ein. Wow, das hat ganz schön viel Schaden gemacht. Nicht schlecht. Und jetzt Tackle. Und das war's, Skoppel. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Ein Taubsi? Nein, ich bleib weiter dabei. Wow. Wie cool, ein Taubsi. Los, Otaro, Aquaknarre.
Wow, das war sogar ein komplett K.O.-Schlag. Sie sagt jetzt, ich muss meine Pokémon mehr trainieren. Ja, das glaube ich allerdings auch. So wie ich mein Otoro. Das ist echt schon ganz schön stark, muss ich sagen. Da liegt ein Pokéball auf dem Boden. Da versuche ich mal hinzukommen. Wäre cool, den einzusammeln. Und hier ist ein wildes Goppel. Hier ist auch ein Pokéball-Symbol unter dem Namen. Aquaknarre, los! Das war ein Volltreffer. Dieses Pokéball-Symbol, von dem ich gerade gesprochen hatte, bedeutet, dass ich das nämlich auch schon gefangen habe. Huch. Oh, ich habe einen Trank gefunden. Das ist super, damit kann ich ja meine Pokémon heilen. Ich habe genau einen Trank. Und ich würde sagen, das sollten wir Datiri geben. Ach so, hier. Benutzen. Ja. Und jetzt sind seine Kraftpunkte wieder komplett aufgefüllt. Das heißt, das könnte ich jetzt auch mal im Kampf verwenden. Apropos, was ich gerade noch gesehen habe, bei meinem Zickzacks, das trägt ja einen Trank mit sich. Frag mich nur gerade, wie kann ich das denn jetzt in meinen Beutel übertragen? Ah, hier, da kann ich es entnehmen. Und dann möchte ich es einsetzen. Und zwar, dann gebe ich Zickzacks einfach selbst wieder zurück. Und jetzt sind auch seine Kraftpunkte wieder voll. Es kann immer nur das erste Pokémon, das ganz vorne an der Spitze des Teams ist, kämpfen. Ich möchte jetzt auf jeden Fall gleich mal meinen Datiri einsetzen und deswegen setze ich das jetzt nach vorne. Und hier kommt schon wieder ein wilder Pokémon-Kampf gegen ein Skoppel. Oh Mann, das ist ja schon Level 4. Mein Datiri ist gerade mal Level 3. Ich glaube, das könnte ganz schön knapp werden. Ich sollte besser mal erstmal Yowler einsetzen und die Angriffspunkte vom Skoppel senken. So wie das vorhin bei Otero passiert ist. Wenn es gleich angreift, fügt es mir dann weniger Schaden zu. Und jetzt setze ich selber Tackle ein. Das Goppel versucht dauernd Silberblick einzusetzen, allerdings hat mein Datiri eine Fähigkeit, die das verhindert. Alle Pokémon haben irgendwelche Fähigkeiten, wodurch die ganz besondere Sachen machen können, wie das Datiri, das jetzt verhindert hat, dass deren Verteidigung gesenkt wird, oder Zickzack, die haben oft die Fähigkeit Mitnahme, wodurch die einfach unterwegs irgendwelche Items aufsammeln. Oh, da ruft jemand meinen Namen, Juju Vogel. Ich bin hierher gekommen, so schnell ich konnte. Etwas Schlimmes ist passiert. Was? Etwas Schlimmes ist passiert? Du musst zurück ins Dorf mit mir kommen. Ich habe keine Zeit, es zu erklären. Komm mit! Juju Vogel, ich bin so froh, dass es dir gut geht. Es tut mir leid, dir das sagen zu müssen, Julian. Aber deine Eltern wurden von zu Hause entführt? In der kurzen Zeit, in der ich weg war? Was? Meine Eltern sind entführt worden? Wir wissen noch nicht viel. Aber wir vermuten, dass sie von einer Gruppe entführt wurden, die sich Team Sonnenfinsternis nennen. Und Team Sonnenfinsternis ist eine Organisation, die eine einzigartige Perspektive auf Menschen und Pokémon haben. Sie glauben, dass Menschen und Pokémon nicht in Harmonie miteinander leben können. Und sie haben interessante Ideen, wie man das Problem lösen kann. Sie sind außerdem gefährlich und man soll sich nicht auf sie einlassen. Oh Mann, aber sie haben meine Eltern entführt. Es scheint, dass sie alles, was nötig ist, tun, um ihr Ziel zu erreichen. Ich weiß nicht, was sie mit deinen Eltern gemacht haben, aber ich befürchte, es hat etwas mit ihren Fähigkeiten als Archäologen zu tun. Deine Eltern kennen sich mit den Pokémon der Legenden von Roria aus. Was auch immer Team Sonnenfinsternis vorhat, ich bin sicher, dass sie sehr nah dran sind, es zu schaffen. Oh, jetzt fragt er, ob meine Eltern mir irgendwas über die Arbeit erzählt haben, als ich heute Morgen aufgebrochen bin. Ja, sie haben mir diese Kette geschenkt. Das ist interessant. Auf jeden Fall ist es jetzt nicht mehr sicher für mich. Am besten sollte ich erstmal das Dorf verlassen. Zumindest bis sie wissen, was hier überhaupt vor sich geht. Und jetzt soll ich nach
Cheshmatown. Es ist direkt nach Route 1. Sei vorsichtig, Julian. Und ich soll mich nicht auf irgendwelchen Ärger einlassen. Ja, da habe ich auch wirklich kein Interesse dran. Na gut. Oh, jetzt bin ich im Dorf und jetzt muss ich den gleichen Weg wieder zurückgehen? Ja, na gut. Dann gehe ich jetzt einfach wieder Route 1 entlang. Nicht, dass ich das nicht gerade schon gemacht hätte. Aber diesmal komme ich durch die Tür. Das ist schon mal gut. Okay. Wer ist denn diese Lady hier? Hallo? Okay, die hat mir jetzt gesagt, dass die Pokémon auf Route 1 noch sehr schwach sind. Aber je weiter ich voranschreite, desto stärker werden sie. Und ich muss darauf achten, dass meine Pokémon gut vorbereitet sind. Ja, alles klar. Ich habe erst neulich erfahren, dass Pokémon mehr Erfahrung erhalten, wenn sie schon gegen stärkere oder beziehungsweise Pokémon von anderen Trainern, die schon das Kämpfen gelernt haben, besiegen als von wilden Pokémon. Ach so. Das liegt daran, dass wilde Pokémon halt nicht gelernt haben zu kämpfen. Deswegen lernt man halt auch nicht so viel, wenn man ihm beim Kämpfen zuschaut. Das verstehe ich. Okay, und jetzt bin ich in Cheshmatown. Wow, da ist ja ein Chigi. Hey, hier drüben. Du siehst aus wie ein brandneuer Trainer. Jupp, das bin ich. Das muss das erste Mal sein, dass du alleine reist. Aha. Deine Eltern wurden also von Team Sonnenfinsternis entführt? Das ist ja furchtbar. Oh, er hat Informationen über Team Sonnenfinsternis. Okay, ich soll die Person nach Hause begleiten. Beziehungsweise da nach Hause kommen, damit mir die Informationen privat gegeben werden können. Okay. Guck mal hier, da Shigi. Voll cool. Wow, das ist doch ein Lugia. Das sieht aber komisch aus. Also, hier an der Wand auf jeden Fall, meine ich. Also, deine Eltern wurden von Team Sonnenfinsternis entführt. Ja, das habe ich doch schon gesagt. Ja, das ist furchtbar, auf jeden Fall. Ja, ich vermisse sie auch sehr. Oh, ja, genau, sie haben mir diese Kette gegeben. Jetzt will die Person das sehen. Okay, hier, bitte. Alt und wertvoll. Danke, Moment mal, das ist meine. Ey, jetzt ist die Person einfach mit meiner Kette abgehauen. Moment mal, die gehört doch mir, was soll denn das? Oh, das ist auch mein bester Kumpel. Hi. Wer die Person ist, die da gerade rausgerannt ist, keine Ahnung. Ja, sie hat meine Kette geklaut, die ich von meinen Eltern bekommen habe. Genau, das war das Letzte, was sie mir gegeben haben, bevor sie entführt wurden. Wir müssen hinterher und sie wiederholen. Ah, okay, sie ist also in den Wald gelaufen. Ich soll ihm jetzt hinterherlaufen. Das mache ich aber nicht, bevor ich in Pokémon Center vorbeigeschaut habe. Denn hier kann man seine Pokémon heilen lassen. Da können sie sich gut erholen. Und dann sind sie wieder topfit für noch mehr Abenteuer. Super, jetzt sind sie wieder topfit. Und tschüss. So, und jetzt geht's ab in den Wald. Los geht's. Sie soll hier irgendwo sein. Ah, er wartet hier, damit sie von dieser Seite nicht abhauen kann. Alles klar. Dann mal los. Ich bin gespannt, was es hier im Wald für Pokémon gibt. Wir haben ja bisher nur 4 in unserem Team. Aber ich würde da gerne noch mehr hinzufügen. Oh, cool. Ein weibliches Nidoran. Oh, das ist tatsächlich aber auch schon deutlich stärker als auf Route 1. Da sollte ich vorsichtig sein. Ich glaube, ich wechsle jetzt lieber mal einmal mein Pokémon aus. Tatiri, komm zurück. Ups. Otaro, los, du bist dran. Oh, es hat Kratzer eingesetzt. Okay, ich versuch's einmal mit Tackle. Ich hoffe, ich besieg's nicht direkt. Ich will's ja eigentlich fangen. Okay, gut. Das hat nicht zu viel abgezogen. Das sollte funktionieren. Tackle, nochmal. Okay, ich glaube, einmal kann ich es noch tackeln, damit es in den roten Bereich kommt und ich es einfacher fangen kann. Je niedriger die Kraftpunkte, desto höher ist die Chance, dass man es fangen kann.
Oh je, ich habe ja nur noch 2 Pokebälle. Vielleicht sollte ich demnächst nochmal in einen Supermarkt gehen und mir neue kaufen. Yippie, ich habe das Nidoran gefangen. Alles klar, ich würde sagen, das reicht auch erstmal wieder für heute. Da ist ja schon wieder einiges passiert. Wir sind jetzt hier mitten in einem Abenteuer, dass wir unsere Kette zurückholen müssen. Und unsere Eltern wurden einfach entführt. Wow, das ist ganz schön viel, was hier passiert ist. Wir müssen sie auf jeden Fall noch wiederfinden. Ich habe jetzt gerade einen Nidoran gefangen. Damit habe ich jetzt sogar schon 5 Pokémon in meinem Team. Schaut mal, die Halle habe ich dabei. Und dann würde ich sagen, wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst mir auf jeden Fall ein Like da. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Tschüss! Hey Leute, ich bin's Emma Vogel. Und wenn ihr noch mehr von uns, also Familie Vogel, hören wollt, dann schaut doch mal bei Spotify oder bei iTunes oder auch Amazon Music vorbei. Denn da findet ihr unsere tollen Hörspiele. Und glaubt mir, die sind wirklich richtig cool. Und ja, hört sie euch an. Viel Spaß!